erste Halbzeit, klar, der Beginn war einfach nicht gut. Es ist natürlich auch gerade eben thematisiert worden, weil man so ein Spiel ja als Ganzes betrachten muss. Und ja, ich finde, gerade wenn ein 6-1 dabei rausgekommen ist, ist die Verantwortung richtig groß, dass man auch die Dinge, die eben nicht funktioniert, anspricht, um dann nicht die falschen Schlüsse draus zu ziehen. Weil dass die zweite Halbzeit herausragend war, das hat ja jeder gesehen. Aber die erste wird dann manchmal vergessen. Und der Einstieg in dieses Spiel war einfach so nicht in Ordnung. Dann allerdings, klar, hat die Mannschaft richtig Spaß gefunden an dem Spiel. Und das ist genauso, wie ich es gestern gesagt habe. Wenn wir dann ins Rollen kommen, sind wir wirklich schwer zu spielen. Er ist zurückgekehrt. Und er wird jetzt auch hier bleiben, wenn nichts mehr passiert. Er fühlt sich gut, alles in Ordnung. Aber er wird jetzt erstmal mit Dr. Andreas Schlumberger hier bei uns vor Ort individuell arbeiten. Wir werden uns da langsam rantasten und dann feststellen, was wann möglich ist. Aber im Moment gibt es keine Deadline, kein Zeitfenster, wo wir sagen, dann ist er definitiv wieder einsatzfähig. Sondern das ist und bleibt eine Geschichte, bei der man geduldig sein muss. Das sind wir auch. Aber es ist erstmal schön, dass wir ihn wieder hier vor Ort haben. Ich habe ja mich gestern irgendwie im Anflug von, ich weiß auch immer, dann doch dazu verleiten lassen, ein, zwei Dinge dazu zu sagen. Aber das ist wirklich Quatsch. Ich habe überhaupt nicht drüber nach. Ich denke nicht über das nach, was über uns gesagt wird. Und dementsprechend ist das nicht zu kommentieren deutlich näher an der Wahrheit, als irgendwas dazu zu sagen. Also es ist tatsächlich, hat null Relevanz.